Guten Morgen am Sonntag. Wir sind gerade auf dem Weg zum Brunchen. Wir sind eingeladen. Meine Tante feiert ihren Geburtstag heute und in so einem Café-Restaurant, wo eben Brunch angeboten wird. Und ja, mein Magen knurrt auch schon. Ich bin so ein Mensch, ich habe morgens richtig Hunger. Also ich brauche wirklich Frühstück, bevor ich irgendwas anderes mache. Deswegen, ja, hoffentlich geht das dann auch bald los. Wir treffen uns um 10 dort und jetzt ist es irgendwie so 20 vor. Jan ist jetzt noch kurz in der Firma, weil seine Tastatur heute ausgefallen ist vom PC. Und er hat sich einen neuen PC gekauft und ist natürlich jetzt richtig stinkig, dass es nicht funktioniert. Und guckt jetzt, ob er in der Arbeit seine alte noch liegen hat, dass er jedenfalls dann eine andere schnell mal anschließen kann. Und ja, gestern waren wir auch eingeladen zum Geburtstag von unserem Nachbarn von zu Hause also da, wo ich vorher gewohnt habe. Und ja, da waren wir zum Grillen eingeladen gestern Abend. Es war ganz nett, wir waren da bis um, ich glaube bis um 10. Um 10 sind wir wieder los. Und ja, achso, ich kann euch noch zeigen, was ich den beiden mitgebracht habe, sowohl unserem Nachbarn als auch meiner Tante. Und zwar habe ich gedacht, ich produziere sowas mal vor, dass ich was habe, wenn wir spontan, so wie jetzt, na gut, heute war es nicht spontan, aber gestern, eingeladen sind und man so eine ganz kleine Kleinigkeit mitbringen möchte. Und da habe ich mir so Gläser bestellt auf Amazon. Die kamen leider ohne den Korken. Also eigentlich sind es Gläser mit Korken, nur ich konnte die ja jetzt nicht mehr zurückschicken und neu kaufen, weil ich es halt brauchte. Und dann habe ich mir jetzt beholfen. Und jetzt habe ich mir mit einer Serviette einfach beholfen. Und da habe ich reingemacht Meersalz und so Chiliflocken. Also halt selber zusammengemischt und dann da reingefüllt. Ja, ich finde, das ist etwas, was man gebrauchen kann, weil Salz benutzt ja jeder. Und das ist halt so ein Mitbringsel statt einer Blume oder sowas. Oder zusätzlich zu einer Blume. Gut, und dann, wenn wir heute wieder zu Hause sind, kommt Fußball, das zweite Spiel von Hamburg. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich heute schlagen. Also wenn sie heute wieder verlieren, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich bin sehr gespannt und deswegen kommt mir das auch ganz gelegen, dass es heute ein Brunch ist, der schon um 10 anfängt, in der Hoffnung, dass ich dann um 1 zu Hause auf dem Sofa sitze und Fußball gucken kann. Auf in eine neue Woche. Es ist Montag. Ja, was soll ich sagen? Gestern Hamburg hat gewonnen. Sehr gut. Und ansonsten habe ich nichts zu sagen. Muss los. Meine Familie ist ja aus Dänemark wieder zurück und diese beiden Sachen haben sie mir auf meinen Wunsch mitgebracht. Ich liebe diese Snöre, diese Erdbeersnöre von Malaco. Die kenne ich schon seit ich winzig bin. Also wir sind früher auch schon immer nach Dänemark in Urlaub gefahren und da gab es immer diese Schnüre und die Kims Chips. Also das ist, glaube ich, so eine ganz bekannte dänische Chipsmarke. Und da habe ich mir bestellt die gesalzenen Riffelchips und die kann ich euch so empfehlen. Also falls ihr mal in Dänemark seid und Chips sehr gerne mögt, müsst ihr die mal probieren. Ich finde die richtig, richtig gut. Guten Morgen, ihr Lieben, und schwupps, ist schon Donnerstag. Ich habe sonst nichts weiter gefilmt, weil es gab nichts Spannendes zu erzählen. Ich muss jetzt gleich arbeiten, bis um 2:30 heute, wenn alles klappt. Und dann werde ich nach Hause fahren und mich dort aufhalten bis abends, weil wir noch zusammen essen gehen. Meine Schwester und ich hatten das unserem Papa zum Vatertag geschenkt, dass wir mit ihm zusammen essen gehen und mein Onkel, meine Tante schließen sich an. Vielleicht kommt Jan auch noch dazu, wenn er rechtzeitig aus der Arbeit kommt. Und dann fahren wir in ein Restaurant am Flugplatz. Da hatte ich euch öfter schon mal im Vlog mitgenommen. Da schmeckt das richtig, richtig lecker. Also ich nehme immer das Gleiche. Das ist bei mir in Restaurants ganz oft so. Ich nehme da immer ein Steak mit Grillgemüse und Pommes und es schmeckt da mega gut. Also ich wurde bisher noch nie enttäuscht. Ich hoffe, dass es heute auch genauso gut schmecken wird wie sonst immer. Und
Ja, morgen wird auch ein ganz interessanter Tag, denn nach der Arbeit werde ich mit meiner Schwester und noch zwei ihrer Freundinnen nach Hamburg düsen auf ein Konzert von Scooter. Wir waren vor 5 Jahren, ist es schon her mittlerweile, ich hatte extra noch mal geguckt, auch schon mal auf dem Scooter-Konzert und es war cool. Ist jetzt eigentlich nicht meine Musik, aber Scooter sind halt 90er. Ich bin in den 90ern groß geworden und das hat man halt mitgenommen. Und die haben jetzt 25-jähriges Bühnenjubiläum und beim letzten Konzert, wo wir da waren, war es 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und das ist auf der Trabrennbahn wieder, wo auch die Foo Fighters waren. Also Open Air. Ich hoffe auf trockenes Wetter. Und ja, irgendwie hatte meine Schwester erzählt, das geht 17 Uhr irgendwie los. Ich weiß nicht, ob 17 Uhr Einlass ist oder tatsächlich schon irgendwie eine Show abgeht oder so. Werden wir sehen. Ich werde noch mal rausfinden, wo wir parken müssen und so, beziehungsweise parken wollen, weil als Jan und ich da waren, waren wir ja in so einem Wohngebiet, was ideal war. Also besser als ein öffentlicher Parkplatz, kostet eben nichts und es ist genauso weit weg wie von einem öffentlichen Parkplatz. Von daher wollen wir das wieder so machen. Und ja, jetzt wird es Zeit, da reinzugehen. Und ich wollte einfach nur schnell nach Hause auf Toilette. Scheiße, was ist denn hier los? Yay. Ach Mann, ich stehe hier jetzt seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde oder sowas. Ich könnte nach Hause laufen. Ich wäre in 5 Minuten maximal da und stehe jetzt hier, Jan zwei Autos vor mir und wir wollen doch einfach nur nach Hause. Ich muss so dringend auf Klo, Leute. Ich habe mir gedacht, wir waren ja eben essen, bin noch nach Hause gefahren, weil wir alle zusammen in einem Auto gefahren sind und Jan kam dann dazu, ob ich nicht da noch mal schnell auf Toilette gehe. Aber ach nein, bist ja in 10 Minuten zu Hause. Ja, tolle Wurst. Jetzt stehen wir hier. Es ist irgendwie ein Schwertransport vor uns, der nicht vorankommt. Es stehen hier alle Nachbarn als Schaulustige an der Straße. Und ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, wie sich das hier zieht. Also, du, ich will die haben. Und.
Gib, 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 gib.